Wow, ihr Pferdernerds und herzlich willkommen zu einem weiteren Hashtag Ponyhof Video. Es geht hier Schlag auf Schlag, könnte man eigentlich auch sagen. Ja, in der Phase 0, wenn ich sie mittlerweile getauft habe. Genau, also wer uns auf Twitter folgt, weiß das. Genau, das ist jetzt wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, schon ein bisschen her. Aber ja, kurzes Update. Date mal ab. Dann date mal ab. Ich habe euch ja schon in dem letzten Video gezeigt, dass es hier schon relativ voll ist. Aber wir haben jetzt die ganzen Futtersachen auch hier und so und das sortieren wir da gerade alles ein. Und wir haben jetzt noch was ganz Wichtiges geholt. Genau. Wir wollen schon raus. Ja. Huch. Da, die Schränke. Und die müssen wir dann noch irgendwie rausholen. Ich habe die Idee, dass wir Diana die Kamera in die Hand drücken. Und dann können wir hier lustig versuchen, die Schränke hier raus zu manövrieren. Machen wir das mal. Machen wir das so? Okay, bis gleich. Warte mal. Bevor wir ihn da final hinstellen, müssen wir erst hier die Dupsis dran machen, weil sonst kommen wir da nicht mehr ran. Okay. Dupsis sind... Hier durchquetschen oder zwischen den Beinschränken durchquetschen, geht genauso. Ja, guck mal, dann verschwindet auch dieser hässliche Fleck. So? Zumindest der eine, genau. Ja. Entweder hier die Lücke lassen oder halt hinten. Du passt durch, das ist die Hauptsache. Ich, ja. Ja, ist doch schön. Ready? Ja. So, Dennis ist fleißig. Na, ihr seid fleißig. Ich mache ein bisschen sauber. Ja, wir haben jetzt derweil irgendwie, wir haben mal wieder vergessen, ein bisschen zu filmen, so ist das. Ihr seht, hier hängen schon keine Trensen mehr, weil die nämlich schon in unserer Sattelkammer sind, bei den Schränken. Und Dennis wischt jetzt hier noch einmal sauber. Ich kann jetzt gar nicht in die Sattelkammer kommen, ja, doch, weil... Ich bäh. So, Achtung, ich komme mal in die Sattelkammer. Hui. Hui, hui, hui. Okay. So. Und hier steht nämlich unsere Sattelkammer. Ja, genau. Hier sind unsere schönen Schränke. Genau. Schwuppdiwuppdi. Jetzt haben wir erstmal so die Lösung mit den Haken da dran. Wenn unsere Sattelböcke kommen, dann können da zu den Sätteln auch die Trensen jeweils. Beziehungsweise Kopfstücke, was auch immer wir haben. Hier ist Chicos Schrank, Cheppis Schrank, das Checks Schrank. Und was wir jetzt auch noch haben, weil wir haben ja so Doppelschränke und wir sind ja bloß fünf. Wir haben hier... Oh, nee, haben wir noch nicht, verdammt. Ich wollte gerade so, juhu, Überraschung, guck mal. Warte. Da. Das hier. Das haben wir da. So ein cooles Hängeregal, aber ich glaube, ich kriege das nicht mit einer Hand hin. Warte. So, aber... Ja, genau. Vielleicht mal Pulli rausschmeißen. So. Hast du den Halfter repariert? Ja. So. Tadadam. So, jetzt habe ich das, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Jetzt hier dieses Hängeregal drin. Das ist dunkelblau, ist bei dem Licht natürlich super zu sehen. Genau. Und da können jetzt Sachen rein. So. Und Diana hat sich gerade mega gefreut. Was gibt es? Das ist schon geil. Ja, das Halfter wurde nämlich geschrottet und jetzt, ja, ich hoffe, dass das dann nicht piekt irgendwie. Mal gucken. Aber genau. Das ist eigentlich ganz rund. Also. Das sieht schon cool aus. Sehr cool. Das passt schon. Ja, ne?
Ja, denke ich auch. Ich denke auch, das passt. Ja, so sieht das jetzt hier schon aus. Das sieht schon langsam nach Sattelkammer aus, ne? Hier müssen wir mal noch gucken. Wir haben für die Sättel, weil das ja baumlose Sättel sind, haben wir hier nochmal so Unterlegpads. Das sind halt einfach alte Pads, die wir dann auf die Sattelböcke drauf tun, dass es abgepolstert ist. Ey, witzig, ne? Das ist so ein richtiges Lila eigentlich. Und in der Kamera sieht das total blau aus. Also wenn ich das jetzt so filme, das ist eigentlich ein richtig schönes Lila. Ey, ihr kennt das ja von Instagram, die Bilder. Genau, das sind noch Abschwitzdecken, die kommen dann noch in den Schrank. Und hier ist noch so ein altes Pad. Ja, und das hier, dieser Wäschetrockner, den werden wir dafür nehmen, um Abschwitzdecken, die halt schon, die jetzt eben feucht sind, zu trocknen. Das ist jetzt so unser Plan. Ja, wir haben jetzt hier noch ein bisschen was auszuräumen. Aber ich glaube, die Tüte ist schon leer. Ja, die kann weg, die ist schon. Ja. Geh da bloß nicht raus. Nee, ist, darauf steht jetzt Todesstrafe, ja, glaube ich. Das gibt's Ärger, ja. Mit den Botten jetzt auf das frisch gewischte, ne? Ja, Todesstrafe ist ein bisschen heftig, aber. Aber? Musst du selber nochmal wischen. Ne. Ja, wir haben auch noch etwas sehr, sehr Praktisches, wie ich finde, geholt. Und zwar hier diese Matte. Schmutzfänger oder so. Ja, die soll jetzt da vorne hin. Wenn er trocken ist, kannst du es dann auch hinlegen, aber. Ja, die soll dorthin. Ja, und da stehen noch so ein paar Futtersachen, das müssen wir mal noch sortieren. Das muss da noch rein sortiert werden, vernünftig. Und ja, hier stehen noch ein paar Farbsachen, weil wir müssen noch ein bisschen was anmalen und so. Rums. Randalierst du mal nicht? Ja! So sieht's aus und. Wir wollen noch was Schönes hier reinholen, ne? Ich habe gerade keine Ahnung, wovon du redest. Also, ja. Wo willst du das hinstellen? Da, wo du jetzt bist, dachte ich. Ach, dann deswegen wische ich hier. Ja, genau. Ach so, ja. Und es ist langsam angenehm warm hier drin. Wir haben uns jetzt auch viel bewegt, aber da, das kleine süße Ding funktioniert ganz gut. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder. Darf ich? Ja. Muss das nicht erst trocknen? Ist doch trocken, oder nicht? Ist das noch so feucht? Ich glaube, dabei passieren häufig ganz dumme Unfälle. Ich hab das so im Gefühl, dass das meistens nicht so eine gute Idee ist. Da kommt jemand. Ich hol schnell den Handflieger. Hier haben wir das Corpus Delicti. Das wäre nicht, funktioniert noch nicht. Ich war dann Big Bang. Ja, ich auch. Für die Zuschauer, das ist die Folge mit dem roten Fessel, den Schäden, den sich an der Straße holt, wo irgendein nicht definiertes Vieh drin ist, größer als die Maus. Hat sich dann immer mal bewegt und dann träumt er davon und naja, irgendjemand hat es dann wieder mit hochgenommen. Ja. Boah. Das war eher einprägsame Folge. So. Ich glaube, unten drunter dürfen wir auch gleich noch was legen. Wie schwer das ist. Oh nein, das ist ein Loch drin. Solange es nicht der Eingang vom Maler ist, ist alles auch noch. Das hätten wir als Polter gehört, glaube ich. Ne, sonst ist harmlos. Ja, geht sowas. Zettel, da steht drauf. Hilfe. Und vorne auf der Baustelle. Einer filmt, einer leuchtet, einer arbeitet. Warten wir das jetzt? Na, zwei Mann zu beenden. Dann rammen wir erstmal den Türrahmen, kleiner, größer. Du musst ja irgendwie durch. Du müsstest diagonal durchpassen. Also, ja, quasi so. So? Theoretisch gesehen irgendwie so. Ah. Und die Lehne so rum und das andere müsste dann eigentlich von der Weite theoretisch vielleicht durchpassen. Man sieht, ich habe einen fertigen Plan. Das war's. Okay, wir brauchen einen anderen Rahmen. Ja. Durchkanten. Vielleicht solltest du uns bei der Tür erstmal helfen und danach weiterfinden. Ja. So.
Ja, eigentlich wollten wir filmen, wie wir sie hierher schleifen, aber es ging partout nicht zu zweit. Nee, keine Chance. Dann ist ja ein bisschen abgerackert. Achso, Diana wollte ja eigentlich gar nicht aufs Bild. Ja, mein Gott, dann bin ich jetzt mit dabei. Ja, so, jetzt muss er also nur das kleine Stückchen. Ich glaube, das schaffen die beiden. Ja. Haben sie jedenfalls ja gesagt. Achtung, wir kippen jetzt erstmal ein Herz. Geht das? Ja, ich würde sie auf die Glaskarte. So, ja, okay. Okay. Und schieben, wa? Und so, et voilà. Tada! Das war jetzt einfach. Jo. So. Der Rest war doch genauso simpel, oder? Ja, genau. Ja. Oh, ach nee, Quatsch, das war schon. Ja, das war schon. Das war schon. So, na jetzt, noch ein bisschen machen, sauber machen und dann ja, war es das auch schon, glaube ich, fast. Ja, ja, so können wir das nicht machen, genau. Für heute? Mit wem rankommen? Ja, ja, das ist super. Bin ich sehr dafür, das ist gut. Und dann können wir hier, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. hier soll übrigens das Tischchen hin, was ich baue. Also vielleicht gibt es das Video schon dazu, mal gucken. Wenn es schon gibt, dann findet ihr das hier. Und wenn noch nicht, freut euch drauf, wie das hier dann aussehen soll. Das wird Teil der nächsten Episode. Ja, ja. Genau, jetzt geht Schlag auf Schlag. Hattest du eigentlich schon gesagt, dass dann demnächst und wann und so weiter die Vierbeiner herkommen? Ja, von hier aus gesehen, von jetzt, wo wir filmen, in 4 Tagen. 3 Tagen? In 3 Tagen? Mittwoch. Ja, genau. Also heute ist Samstag. Nee, in 4 Tagen, 3-4 Tagen. Naja, gut. Jo, da muss bloß noch so ein bisschen Kleinkram kommen, wie die Raufe und die Zäune, ne? Kleine Schwierigkeiten in der Logistik, aber auch das wird schon noch klappen. Ja, definitiv. Also, das wird cool, glaube ich. Jo. Zacka. So, geschafft. Schön. Ja, wir sitzen jetzt hier auf der Couch. Auf der neuen, also neu eingefügten Couch, direkt neben dem Café. Ja. Ganz wichtig. Taktisch, strategisch. Ja, wie ihr seht, müssen wir halt immer noch Wasser mitbringen, weil wir ja hier kein fließend Wasser haben. Aber das sind unsere Transportflaschen und die nehmen wir dann wieder mit und füllen dann die dann immer schön auf. So, aber das soll es jetzt auch schon wieder sein von unserer Aktion. Wir sind jetzt eigentlich fast fertig. Für heute. Für heute auf jeden Fall. Am nächsten Tag geht es ja Schlag auf Schlag weiter. Ja, definitiv. Ja, wenn ihr Hashtag Ponyhof... Oh, wir haben hier einen Hashtag Wow-Pulli gerade. Ja, falscher Pulli. Immer noch. Ja, ich wechsle die ja nicht ständig, die Pullover. Ich müsste eigentlich auch einen Ponyhof haben, ja. Ja, aber wenn ihr Hashtag Ponyhof unterstützen wollt, dann könnt ihr auch gerne beim Shop vorbeischauen oder bei Kofi uns unterstützen, wenn ihr möchtet. Findet ihr alles unten in der Infobox. Und ansonsten kennt ihr euch ja hier aus. Lasst gerne ein Like da für mehr solche Videos. Und dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss.